Ja, Kapitel 16. Zu Hause. Welches meinen Sie jetzt? Kingsbridge oder? Ah, Kingsbridge. So viel Grün, aber keine Kräuter oder Wurzeln. Was siehst du da, Jonathan? Der Garten ist unordentlich. Ich will ihn wieder ordentlich machen, aber ich weiß nicht wie. Bevor ich Prior wurde, dachte ich dasselbe über Kingsbridge. Und was hast du getan? Sauber gemacht. Wo fangen wir an? Nee, zuerst Unkraut wegmachen. Einige Pflanzen sind Unkraut und müssen weg, bevor wir neue säen können. Was ist Unkraut? Es nimmt anderen Pflanzen weg, was sie zum Wachsen brauchen. Licht, Wasser, Platz. Und was machen wir jetzt? Sie ausreißen. Sie sehen aus wie alle anderen Pflanzen. Daher musst du lernen, wie man sie unterscheidet. Hier, siehst du die? Die werden Sauerklee genannt. Lass uns erst die ausreißen. Ich mach das. Wenn du willst. Gib acht, dass du alle dünnen Wurzeln mit rausziehst. Und was machen wir jetzt? Wohn umgraben. Damit Pflanzen sich gut verwurzeln können, muss der Boden locker und fruchtbar sein. Dann darf ich jetzt graben? Fertig. Und weiter? Jetzt dürfen wir säen. Du bleibst hier. Ich komme gleich wieder. Wo hast du sie versteckt? Ah, da sind sie. Du hast immer gesagt, du wolltest diese Samen aussäen und einen neuen Garten anlegen, Melios. Ich denke, die Zeit ist reif. Was hast du gefunden? Erinnerst du dich an Melius? Ein freundlicher Mann mit einem gütigen Lächeln. Er hat mir gesagt,
Ich soll dir das geben. Wow! Jetzt müssen wir nur noch warten. Stimmt nicht, jetzt müssen wir gießen. Wie lange? Zu lange, um dabei zusehen zu können. So lange? Manche Dinge brauchen Zeit. Und nur mit Geduld wirst du deine Belohnung erhalten. Warum machen wir das alles, wenn wir dann bloß warten müssen? Einfach nur warten reicht nicht, Jonathan. Du hast den Weg bereitet, damit die Dinge ihren Lauf nehmen können. Sie geschehen in diesem Augenblick. Und in ein paar Tagen werden wir wiederkommen und das erste grüne Blatt von etwas Neuem sehen. Oh! Ist das Gottes Belohnung? Vielleicht. Macht er das Blatt von der Pflanze? Du hast es gemacht. Nein, ich habe nur den Samen gesät. Jetzt kannst du Wasser aus dem Regenfass holen. Aber es ist schon lange da drin. Es stinkt. Am Fluss gibt es ganz viele Bäume. Ich wette, das Wasser da ist besser. Das ist aber ein langer Weg. Das macht nichts. Ich laufe gerne, wenn das was bringt. Vielleicht hast du recht. Es ist es wert. Lass uns zusammen gehen. Aber ich trage den Eimer. Warum hält Remigius nicht die Predigt? Was ist in Philipp gefahren? Unsere Kirche ist eine Ruine. Aber dies alles, diese schlimmen Zeiten, haben uns etwas Wichtiges gezeigt. Etwas, dessen ich mir bis vor kurzem nicht bewusst war. Was meinst du? Ihr habt in dieser Ruine gebetet. Und ihr habt gebetet wie immer. In Demut. Wir brauchen keine Kirche, um zu beten. Wo sonst sollen wir beten? Im Kapitelhaus? Die Kirche ist, wo Gott wohnt. Gott wirkt auf andere Weise, als wir glauben. Heute hat Jonathan unseren Garten gejätet, um ihn wieder schön zu machen. Und er hat mir von Dingen erzählt, die ich fast vergessen hatte. Gut und Böse ist nicht hier drinnen oder da draußen. Es ist in jedem von uns. Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen. Damit tragen wir den göttlichen Funken in uns. Aber wir haben erlebt, dass der Mensch auch den Teufel im Herzen haben kann. Das Gebet braucht keinen besonderen Ort, denn wir sind Gottes Kirche.
Er existiert in unserem Handeln. Wir sind Gottes Tempel. Niemand ist Gott näher als irgendeiner seiner Mitmenschen. Ob man in der Kirche betet oder auf den Straßen der Städte. Ob man Mann oder Frau, Mönch oder Bischof ist. Philipp, da draußen! Du musst sie dir ansehen. Ihre Pferde und die Farben. Jonathan. Ich bin neugierig. Also, was ist los? Ich habe Stimmen gehört, also bin ich hingegangen und... Beruhige dich. Was ist passiert? Aber der Priester sagte, sie hätten ein Wunder mitgebracht. Was? Wer? Welcher Priester? Kommt herbei, Brüder und Schwestern! Denn ihr werdet etwas sehen, das euer Leben verändern wird. Wer ist das? Sie haben uns ein Wunder gebracht. Ein Wunder? Nur keine Hemmungen. Es gibt keine Gefahr, nur Staunen, das euch hier erwartet. Ah, du musst Prior Philipp sein. Ich bin Bruder Reynolds. Der Erzbischof von Canterbury hat mich gesandt. Hier ist sein Brief, für den Fall, dass du an meinen Worten zweifelst. Wir haben den Auftrag, die weinende Madonna zu begleiten. Sie soll den Verlust eurer Reliquie ersetzen, von Sankt Adolphus dem Märtyrer, der euch gewaltsam geraubt wurde. Was? Auf ihrer Reise vom fernen Afrika hat sie Spenden gesammelt, um Kingsbridge für seinen Glauben an sie und an Gott zu belohnen. Ich kann das nicht glauben. Was soll das alles? Du wirst glauben. Deshalb ist sie gekommen und deshalb sollst du ihr Wunder heute selbst bezeugen. Die weinende Madonna kam in einem fernen Land namens Afrika zu mir. Ein getaufter Sarazene war ihr früherer Hüter. Und ich und die Hüter der Jungfrau Maria wurden auserwählt, sie mit auf eine Reise zu nehmen. Getauft? Ein Sarazene? Er ist ein super Entertainer. Ich kannte weder ihre Kräfte noch ihr Ziel. Aus welchem Land seid ihr noch gleich gekommen? Wir sind den ganzen Weg aus einem Land unbeschreiblicher Wunder gekommen. Dem fernen Afrika. Afrika hat viele Länder, wie ich gehört habe. Ja, so ist es. Viele haben ihr Wunder bezeugt. Bevor mir die Erleuchtung kam... Wie ist es so in Afrika? Dort scheint immer die Sonne. Und Wunder geschehen jeden Tag. Lügner. Es ist ein Land großer Wüsten mit Feigenbäumen und Geschöpfen, von denen ein Engländer nicht einmal träumen könnte. Wie diese Pferde. Sind das Pferde? Mitnichten. Euch mögen sie wie Pferde erscheinen, aber der Name, den die Afrikaner für diese Geschöpfe haben, ist unaussprechlich, selbst für mich. Aber ich fragte mich, welcher Schrein soll sie beherbergen? Ihr sagtet, es gäbe Feigenbäume in Afrika. Was ist eine Feige? Es ist eine Frucht natürlich. Sie sieht aus wie eine Erdbeere und schmeckt wie eine Birne. Die Bibel erwähnt diese Feigen. Aber dort klingt es ganz anders. Woher kommt das? Zwei Äpfel können auch ganz unterschiedlich aussehen und schmecken. Bei Feigen ist es nicht anders.
Ich glaube nicht, dass dieser Mann je in Afrika war. Aber warum sollte er lügen? Sie sagte, du sollst mir in Kingsbridge eine neue Kirche bauen. Verzeihung, unterbrecht sie nicht. Und auf dem ganzen Weg von Paris durch die Normandie. Hey! Die weinende Madonna hat euch auserwählt. Euch alle! Ich sage es euch erneut, liebe Brüder und Schwestern. Die weinende Madonna hat euch auserwählt. Euch alle! Ich hätte sie weiter von Ort zu Ort tragen können, bis an mein Lebensende. Aber ich fragte mich, welcher Schrein soll sie beherbergen? Diesmal gab die Madonna selbst. Ihr müsst euch fragen, wie kann er so sicher sein? Das passt aber nicht zu einem Schrein. Und ich glaube, da drinnen schnarcht jemand. Ich hatte nur meinen Glauben. Ich kannte weder ihre Kräfte noch ihr Ziel. Daran ist nichts Heiliges. Dennoch habe ich sie viele Meilen getragen. Ihr müsst euch fragen, wie kann er so sicher sein? Am Anfang war... Ich kannte weder ihre Kräfte noch ihr Ziel. Sieht aus wie Kamel. Dennoch, sie sehen fast aus wie Pferde. Ich hätte sie weiter von Ort zu Ort tragen können. Hohl. Fühlt sich an wie ein fellbedeckter Weidenkorb. Aber das war nicht ihr Wille. Aber ich fragte mich, welcher... Ihr braucht nicht hier zu sein, wenn es zu laut für euch ist. Diesmal gab die Madonna selbst Antwort auf meine Frage. Brüder und Schwestern! Oh, ich bin so aufgeregt, ein echtes Wunder zu sehen. Hast du das gehört? Die Madonna hat uns auserwählt. Sie ist den ganzen Weg aus Afrika gekommen. Ich sage es euch erneut, liebe Brüder und Schwestern. Die weinende Madonna hat euch auserwählt. Bruder Reynolds. Ich habe von einem Reynold aus Südengland gehört. Ein Betrüger und Trunkenbold, der als wandernder Mönch lebt. Glaubst du, er ist es? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich traue ihm jedenfalls nicht. Gut, ich auch nicht. Jonathan? Sie wollen uns das Wunder zeigen. Guck mal! Nun, Brüder und Schwestern. Ich habe gehört, dass das Leben nicht gut zu... Doch an Orten wie diesen und in dunklen Zeiten wie diesen erstrahlt Gottes Licht am hellsten. Und auf dem ganzen Weg von Paris... Warum versteckst du dich? ...übers Meer und bis nach Kingsbridge. Willst du nicht auch das Wunder sehen? Haben fromme Christen Geld für den Bau der Kirche der weinenden Madonna gespendet? Ah, schade, jetzt komme ich nicht mehr dran. Für die Kirche von Kingsbridge. Ich hätte sie weiter von Ort... Aber ich fragte mich, welcher Schrein soll sie beherbergen? Könnt ihr es spüren, Brüder und Schwestern? Ihr werdet nun Zeuge eines Wunders werden. Die Madonna weiß, wie ihr gelitten habt. Die jungfräuliche Mutter war Zeugin von Leben und Tod ihres Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Und nie hat sie ihren Glauben verloren. Kingsbridge hatte manche Unbill zu ertragen. Prior James hatte euch vor seiner Zeit verlassen, als ihr ihn am meisten brauchtet. Eure alte Kathedrale wurde ein Raub der Flammen. Woher weißt du das?
Und eure neue Kirche ist eingestürzt, noch bevor der Bau vollendet war. Ihr habt die grausame Zerstörung eures Marktes, eurer Häuser und eures Lebens erfahren. Papa! Ihr alle habt Ehegatten, Frauen und Kinder verloren, Familie und Freunde. Papa! Ihr alle wisst, was es heißt, Hunger und Angst zu haben. Jack! Aliena! Philipp! Aber das ist ein Wunder, nicht wahr? Oder etwas in der Art. Aber wie? Wir dachten, es sei Zeit, Tommy ein Zuhause zu geben. Dem Jungen? Deinem Jungen? Nun, Philipp, erkennst du ihn nicht? Unseren kleinen Tommy? Tommy? Aber... Es ist fast 3 Jahre her, seit ich dich zuletzt gesehen habe, Jack. Wo auf Erden habt ihr ihn gefunden? Ich hatte fast aufgegeben, nach ihm zu suchen. Dann hat Tommy ihn gefunden. Und ihr habt beschlossen, zurückzukommen. Dies ist schließlich unser Zuhause. Und was um alles in der Welt ist dieses Wunder? Mit der Madonna konnten wir Spenden sammeln. Für deine Priorei und für Kingsbridge. Ist das so? Wir können neu anfangen. Wir können die Kathedrale wieder aufbauen. Wo ist der Haken? Die Bauleitung wird bei mir liegen. Warum? Ich habe die Kathedralen, Kirchen und Häuser studiert, die man in Frankreich und Spanien baut. Ich habe gesehen, wie anders ihre Bauweise war. Mit neuen Formen, Farben und Ideen. Du hättest sie sehen sollen. Sie haben Rippengewölbe und Spitzbögen kombiniert. Das will ich auch. Das ist der Grund. Warum hier? Weil hier mein Zuhause ist. Die Leute aus der Stadt denken vielleicht, das sei genug, um eine ganze Kathedrale zu bauen. Aber für mich sieht es nach etwa 100 Pfund aus. Das reicht nicht einmal für ein Jahr Arbeit. Wie all dies ist es ein Symbol. Genug für einen neuen Anfang. Und unsere Madonna wird hier bleiben. Kingsbridge wird wieder Besucher und Spenden anziehen. Du meinst, ich sollte für diese Tricks und Lügen dankbar sein? Jack! Aliena! Ihr seid zurückgekommen! Wir wollten dich sehen, kleine Schwester. Wie geht es dir? Oh, mir geht's gut. Aber seht euch an. Und den Kleinen. Tommy. Was ist mit den anderen? Alfred hat Kingsbridge verlassen. Richard besucht uns von Zeit zu Zeit. Und Ellen ist in den Wald zurückgekehrt. Wir müssen sie besuchen. Stimmt etwas nicht, Martha? Ich bin froh, dass ihr zurück seid. Ich auch. Sehr froh. Sie sieht aus, als weint sie gleich. Sie weint über das Leiden von Kingsbridge. Sie kennt euren Schmerz. Was ist da los? Das Wunder. Ihre Augen sind feucht. Oh. Seht. Ihre Augen. Seht sie aus. Sie kann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Sie ist aus Holz. Das ist unmöglich. Warum weinst du? Sie ist stumm, seit ihr Mann gestorben ist. Die Madonna hat wie ich gelitten. Sie versteht es. Es scheint, durch ihren Glauben an all eure Lügen hat Mary ein Wunder gefunden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da
Wollt ihr mehr sehen, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen.